Hallo und herzlich willkommen bei Wattebällchen TV. Die Krimi und ich beschäftigen uns heute mit dem Thema: Ist es möglich, Angst durch positives Training zu verschlimmern? Viel Spaß! Okay, also, es wird ja immer noch geraten, man soll den Hund ignorieren, wenn er Angst hat. Man soll ihn auf gar keinen Fall trösten oder ihn streicheln, weil sonst verstärkt man ja die Angst. Und tatsächlich ist das ein Irrglaube. Man kann sich das so vorstellen: Wenn man Angst mit positiven Dingen verstärken könnte, müsste der Hund von sich aus entscheiden, dass er Angst haben will. Wer macht das? Also von daher, ja, es ist möglich, Angst auch durch positives Training zu verstärken. Und zwar genau dann, wenn ich meinen Hund in eine Situation locke, in der er sich fürchtet. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt die Kalumi sieht da hinten was, wovor sie sich fürchtet, und ich sage: Nikon, Nikon, und sie geht in die Situation, fürchtet sich dann aber noch mehr, dann habe ich die Angst verstärkt. Aber nicht durch das Leckerli, sondern dadurch, dass ich sie in eine Situation gebracht habe, in der sie sich fürchtet. Okay? Das heißt, ja, Hunde zu Silvester bitte nicht ignorieren und auch sonst nicht. Ja, wenn sie irgendwas Gruseliges draußen sehen, kann ich sehr wohl mit positiver Verstärkung arbeiten. Ich kann auch meinen Hund belohnen dafür, dass er jetzt gerade nicht wegläuft, dafür, dass er mich anschaut. Super. So wie zum Beispiel jetzt bei dieser Autotür oder weil sie da draußen jetzt irgendwas sieht, was sie komisch findet. Und dadurch kann ich nur der negativen Emotion Angst entgegenwirken. Ich kann es nicht verschlimmern. Okay? Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, nicht mit positiver Verstärkung zu trainieren. Und falls sich jemand jetzt fragt, ob dann der Hund die Sachen nur noch macht, wenn man ein Leckerli in der Hand hat, das besprechen wir in einem der nächsten Videos. Also von daher, wenn du das nicht verpassen willst, nicht vergessen, liken und abonnieren und die kleine Glocke drücken, dann kriegst du Notifications und wirst einfach informiert. Und das gratis. Von daher, viel Spaß beim Training. Bis zum nächsten Mal.